Hallo und herzlich willkommen zu meinem kleinen nachweihnachtlichen Feiertagsspiel. Ich habe mir Resident Evil 3 ausgesucht, das war jetzt endlich im Angebot. Ich hatte keinen Bock, den vollen Preis dafür zu zahlen. Ich freue mich aber auch sehr darauf, auch wenn das jetzt nicht ganz so gut in den Bewertungen abgeschlossen hat. Resident Evil. Und werde ein neues Spiel mit euch begehen. Ich habe Resident Evil 3, jetzt die Originalversion, gerade noch auf der Vita. Bin irgendwo Standard, ja. Ladevorgang. Bin irgendwo in der Stadt am Park und bin ja sehr gespannt auf die neue Fassung. Resident Evil Remake von Die Resident Evil Epidemie 2 hat verbreitet mir sich sehr schneller gut als jede gefallen. andere Krankheit der jüngsten Geschichte. Die Behörden rechnen für heute Nacht mit weiteren Ist ja eh Film, ne? Kann ich mir eben aufstehen. Ein stadtweiter Notstand wurde ausgerufen. Das CDC hat den unteren und mittleren Westen der USA unter Quarantäne gestellt. Verbindlichkeit, Ehrlichkeit, Integrität. Umbrella! Das sind die Grundwerte, die das Fundament von Umbrella bilden. Our business is life itself. Ich hoffe, ihr hattet ein schönes Weihnachtsfest gehabt. Es ist dieses Fundament, das uns allen langfristig eine bessere Zukunft bescheren wird. Trotz der aktuellen Situation und Pandemie, beziehungsweise hier ist nur eine Epidemie. Aber guck mal, da fangen wir auch schon an zu impfen. Nochmal. Resident Evil 3. Das war der Nemesis und jetzt ist er in diesem Container. Wird in diesen Hubi verladen, um Raccoon City aufzuräumen. Und Spuren zu verwischen. Codename Nüschte. Was liegt da? Sind das Moon? Ist das Munition, die da liegt, oder waren das Tabletten? Hat sie Tabletten genommen? Kind, hast du Tabletten genommen? Man kann noch nichts machen, man kann nur hin und her gehen. Weder sprinten, ducken noch springen. Irgendwie sowas? Nein. Da, schau, ist mein Barett. Das anziehen werde, weiß ich nicht. Je näher ich rangehe, desto verwaschener wird das. Das ist nicht so schön. Polizeiauto, nice. Polizeimarke, Sehr schön. Sehr nice. So, hier, Fernseher ausmachen, geht nicht. Draußen ist es am Regnen. Raccoon City. 1, 2, 3, 4, 5. Boo. Das ist der September. Wir haben September. Das ist der 26. September, der Ausbruch der Seuche. Na. Ah. Ich denke schon, das ist nicht der Wind, das ist der Wind. Schön, 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 schön. Ich wollte jetzt das Schattenmodell nicht ganz so hochschrauben, weil das die vollen 8 GB meiner Speicherkarte ausgenutzt hätte. Da läuft Wasser. Im Kühlschrank ist nichts drin. Auch da wird es unscharf, wenn ich zu nah dran gehe. So, let's go. Hallo. Da ist kein Wasser. Da läuft Wasser. Hallo. Das Tür ist schön. Hallo.
Guten Tag. Also, ich hoffe, ihr hattet ein schönes Weihnachtsfest trotz der Umstände. Ups, sie blutet. Und habt ein bisschen Spaß gehabt. Und ein bisschen Wärme. Wenn auch nicht ganz so. Wie? Das nervt. Wenn sie sich jetzt in einen Zombie verwandelt, ist das Spiel vorbei. Days to go. Wird jede Nacht schlimmer. Escape from Raccoon City. Noch 3 Tage kann mich diese Stadt mal. Jawohl. 3 Tage. Es ist nicht am Regnen. Hier sind die ganzen Hinweise. Ach, guck mal, das Umbrella-Foto. Oder Stars? Das sind die Stars, ne? Jill Valentine. Jills Bericht. 26. September 1998. Seit dem Vorfall mit Umbrella sind bereits 2 Monate vergangen. Wegen meiner Suspendierung sind meine Ermittlungen leider nicht so weit fortgeschritten, wie ich es mir erhofft hatte. Vielleicht wird dieser Bericht der letzte Dienst sein, den ich als Stars-Mitglied verübe. Ich kann nur hoffen, dass er hilft, die Wahrheit ans Licht zu bringen. Die von dem Virus Infizierten scheinen sich buchstäblich ins Zombies zu verwandeln. Das Virus scheint sich über verschiedene Arten zu verbreiten. Ein Biss von einer infizierten Person durch die Körperflüssigkeiten ausgetauscht werden. Kontakt mit Krähen, die infiziertes Aas gefressen haben. Aufgrund der Stärke des Viruses kann auch eine erogene Übertragung nicht ausgeschlossen werden. Also, ne, wenn so ein Zombie niest und dann die ganzen Aerosole verbreitet. Oh shit, das kommt mir bekannt vor. Man sollte jedoch beachten, dass bei den Überlebenden des Vorfalls noch keine Symptome aufgetreten sind. Es ist unklar, ob dies daran liegt, dass das Virus eine lange Inkubationszeit hat oder daran, dass wir zufällig gegen die Infektion resistent waren. Wir sollten auch nach Ende dieser Untersuchungszeit wachsam bleiben. Was mich anbelangt, so bin ich, abgesehen von ein paar Schlafproblemen, in guter Verfassung. Ich sollte dennoch nicht zu hoffnungsvoll sein. Immerhin könnte dies eine verlängerte Inkubation sein. Das wäre schrecklich. Sasquatch. Ach nee. Gut. Ah, guck mal, Fernsehen läuft. Was ist da? Ja, schlimme Bilder, schlimme Bilder, schlimme Bilder. Was ist da draußen los? Ja, der Trump Tower steht in Flammen, würde ich sagen. Aber ich kann immer noch nicht rennen. Guck, wieder was lesen. Brief von einem Kollegen. Angel Valentine. Hey, du Ass. Wie schlägst du dich? Ich kann immer noch nicht fassen, dass Irons dich suspendiert hat. Das ist totaler Bullshit. Der sollte dir eine Medaille dafür geben, dass du dich im Juli aus dem Höllenloch geschafft hast. Dass du es im Juli aus dem Höllenloch geschafft hast. Natürlich wirst du da nachforschen und Fragen stellen. Ich hoffe, du bist nicht böse auf mich, dass ich Zurückhaltung übe. Es ist so schnell passiert. Alles ist so schnell passiert. Die Stars waren der Stolz der Truppe. Wenn der Chef uns so plötzlich auflöst, da war ich mir sicher, ich würde meinen Job verlieren. Den Job verlieren. Brad, okay. Es geht das Gerücht um, du verlässt Raccoon City. Ich habe mir schon gedacht, dass du eine Suspendierung nicht einfach so hinnimmst. Versprich mir nur, dass du auf dich aufpasst. Umbrella wird nicht tatenlos zusehen, wenn du versuchst, ihr Geschäft kaputt zu machen. Mach's gut, Jill. Brad Vickers. Stars Alpha Team. Für immer und ewig. PS. Musste diesen Brief dem Pizzaboten mitgeben, damit er nicht entdeckt wird. Ich hoffe, du magst die Salami Supreme. Ist von mir und den Jungs. Na gut.
Die sieht ja auch aus wie so ein Zombie mittlerweile. Und da gab es ein Süppchen. Hör mal, ist das deine normale Größe oder sind die Teller so groß? Schwimmt da was in der Suppe? Nein. Naja, okay. Nice. Müssen uns jetzt nicht allen Scheiß hier angucken, aber... Kühlschrank. Jetzt kann ich den Kühlschrank aufmachen. Danke. Bakery Bread. Was ist da so drin? Milch, Bier, Wein, Wässerchen, Bier, Zeug. Konservendosen? Na, super. Oh, das Wasser läuft. Hallo. Wie im Traum, hör mal. Aber du siehst gut aus. Hm. 20:07 Uhr, Raccoon City. Telefon. Wie kann das sein? Naja, lass klingeln. Offener Umschlag. Sie haben mich zu Hause festgenagelt. Die Typen auf der anderen Straßenseite beobachten mich rund um die Uhr von ihrem Fenster aus. Sind das Irons Männer? Umbrellas? Ich weiß es nicht und es macht auch kaum einen Unterschied. Ich weiß, dass die zu tun. Ich weiß, was die zu tun versuchen. Sie wollen mich einschüchtern, wollen mich schikanieren, bis ich aufgebe. Und es funktioniert. Ich esse kaum, kriege kaum Schlaf. Ich drehe langsam durch, fühle mich wie eine lebende Tote. Aber sie werden... Ich werde sie nicht gewinnen lassen. Ich muss raus aus der Stadt und einen Weg finden, sie zur Rechenschaft zu ziehen. Die werden natürlich jemanden schicken, um mich zum Schweigen zu bringen. Wenn du hörst, dass ich ermordet wurde oder was immer die auch mit Leuten wie mir anstellen, musst du unbedingt die Ermittlungen dort aufnehmen, wo ich aufgehört habe. Meine Akten findest du in diesem Umschlag. Darin findest du alles, was du wissen musst, solange dieses Päckchen nicht abgefangen wird. Ich werde nachts hier rausgebracht, in 5 Tagen. Wünsch mir Glück. Das wird sie gewesen sein. Telefon. Okay, ich komm schon. Ja, ja. Hallo? Jill, geht's dir gut? Brad, bist du das? Du musst sofort raus da! Wovon redest du denn? Ich kann's jetzt nicht erklären. Du musst da raus. Sofort. Okay, lass mich meine... Ja, Mann. Hi. Nemesis. Stars. Autschen. Ja, genau. Lauf, Jill! Das bringt doch nichts! Was zur Hölle ist das Ding? Dreh dich nicht um! Habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Hatte die Haare unter den Achseln? Finde ich gut. Ja. Was zur Hölle? Wie möglich? Geil. Ja, 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 ja. Yikes, hier mit Tentakeln und allem. Schlecht, nicht schlecht, Mädchen, nicht schlecht. Laufen, nicht gucken, laufen. Oh, die Kräuter standen in Flammen. Autsch. Noch mehr Kräuter? Nein. Oh mein Gott. Hey,
das das ganze Spiel ist. Alter, das. Wenn so das ganze Spiel ist, das wäre ja der Hammer. Adrenalin pur hier. Oh mein Gott. Jetzt über die Schulter von Nemesis gefilmt. Wie geil. Stars. Oh. Hammer. Das ist richtig gut. Ich habe die Demo gespielt gehabt. Aber, wow. Ja, den Anfang natürlich nicht. Hier drüben! Red! Alter. Geht's dir gut? Was war das für ein Ding? Keine Zeit. Aber es ist hinter den zwei letzten Stars her, die noch in der Stadt sind. Dir und mir. Oh je. Ich bleib nicht hier. Sieh dich um. Je länger wir warten, desto schlimmer wird's. Ich glaube, du hast auch nicht so große Chancen, Mann. Wie ist das alles so schnell passiert? Cinema. Aber eine Katastrophe führt immer zur nächsten. Ist wie Arclay, nur viel schlimmer. Hey, warte! Hier unten! Sprint, ja. Jetzt kann ich sprinten, ist doch nice. Wir träumen hier. Wie können so viele Menschen infiziert sein? Brad! Pass auf! Oi. Hier rein! Hi, Zombie. Ja, genau. Die Tür hinten los! Ja, das war's. Scheiße! Leg dich dran! Lass uns hier abhauen! Komm, Jill! Du weißt, wie das endet. Nein, tu ich nicht. Sind wir noch ein Team? Immer. Dann hau ab und versau's nicht wie ich. Geh! Oh mein Gott. Red! Okay. Ja, Mann. Sorry. Ja, genau. Ah, man hätte auch laufen können, ne? Ha! Okay, ein bisschen. Ah ja, das geht. Guck mal. Na klar, mache ich das. Los, kommen Sie. Aus einem Helikopter, der Sie in Sicherheit bringt. Welche Sicherheit? Ich gehe doch nicht raus. Dann schließt kein. Das Krankenhaus ist nicht weit. Ich kann Sie mitnehmen. Wirklich sicher ist es nur hier drin. Moon. Sehr gut. 7 Patronen. Weiter. Ich finde den Anfang sehr stark. Baut eine schöne Stimmung auf. Direkt von Anfang an, ja. Nachladen, ja. Ja. Leute, bleibt, wo ihr seid. Es ist gut. Hier kommt jetzt raus, ja? Nee, doch nicht. Aufzug fahren. Von wegen. Mist. Nicht. Und weg damit. Okay, aber ich meine, die Sachen funktionieren noch, ne? Es ist jetzt nicht,
So, als wäre die Stadt ohne Strom oder so. Noch ist nicht alles zur Hölle gefahren. Steig ein, steig ein, für eine Reise durch die Zeit. Steig ein, steig ein. Oh, was? Hatte einer mit einer Panzerfaust geschossen? Was war das? Sorry. Mal. Spring an, verdammt. So geil. Jetzt bin ich dran, Arsch. Ja, klar. Lenken? Nein. Ja, ja, genau. Halte. Ah, genau. Ohne Anschnallen, Jill. Das läuft so nicht. Das läuft so nicht. Stars. Geil. Oh ja. Ja, jetzt hat er auch die Maske verloren. Jawohl. Rodriguez. Der Mann mit der unmöglichsten Frisur. Ich helf dir. Wer sind Sie? Was machen Sie? Ich bin Carlos. Ich rette dich. Komm, bringen wir dich in Sicherheit. Ja. Dann mit dem Rocket Launcher vielleicht nochmal draufhalten. Ich glaube, wir sind sicher. Hoffentlich. Wir bringen Überlebende hierher. Hierher? Meine Jungs haben aus einer U-Bahn einen Schutzraum gemacht. Ist sicher. So eine geile Frisur, geht der schon. Typ. Brauchst du einen Raum? Okay, versteh schon. Gehen wir. Okay. Tyrant of the Deep. Wir müssen leider einen Umweg nehmen. Hey, was weißt du über dieses Monster? Hey, ich rede mit dir. Nichts. Hab sowas noch nie gesehen. Aber das ist kein Zombie. Er weiß, was er will und er hört nicht auf, bis er es kriegt. Gefallen dir solche Männer nicht? Nein, danke. Oh. Du kannst ihn haben. Schmerig, genau. Hör zu, richtig. Ich verspreche dir, du bist in guten Händen. Ich gehöre zum Umbrella Biohazard Countermeasure Service, kurz UBCS. Sag mal, willst du mich verdammt nochmal verarschen? Ihr seid für das alles verantwortlich. Wow. Wovon redest du da? Du brauchst mir ja nicht zu vertrauen, aber ich gehe zum Schutzraum. Kommst du mit? Komm, hier geht's lang. Haut der da voll eine. Pom, hau. Ja. Geil. Not in service, ne? Ich weiß nicht, ist das hier. Hat das auch so eine Art. Ne, hat's nicht. Ich dachte, es hätte so eine Art Foveated Rendering. Weil vorhin sah das so aus, als würden die Sachen, die am Rand sind, weniger scharf sein oder halt so eine Aberration irgendwie haben. Hier oben sieht man so ein paar Fehler. Das, ich weiß nicht, das hatte ich bei Resident Evil 2 auch, da an den Lampen. Aber ich glaube, auf der PlayStation habe ich das auch so. Bei Resident Evil 2, deswegen. Das hat was mit der Engine zu tun. Guck mal. I'll be back. Geil. Voll die 80er Jahre. Mega Man, ja, genau.
schön. Sehr schön. Und das ist hier Capcom Street Fighter. Schön. Schön, schön, schön. Nice. Hi. Hey, Captain. Diese nette junge Frau braucht Hilfe. Carlos, du hast diese nette junge Frau nicht nach ihrem Namen gefragt? Sie gehört zu einer RPD-Elite-Einheit, ist ein Mitglied von STARS. Ihr Name ist irgendwas Valentine. Ich bin Jill. Freut mich sehr, Jill. Ich bin UBCS-Kolonnenführer Michael Victor. Mein Team ist hier, um Zivilisten zu retten. Okay. Und wie läuft's bislang? Die Stadt ist komplett abgeschnitten, isoliert. Die meisten der 100.000 Zivilisten werden wohl tot enden. Korrektur, untot. Meine Kolonne hat heftige Verluste erlitten. Nicht mal sie am Leben zu halten, schaffe ich noch. Danken Sie Ihrem Firmenmanagement dafür. Ja. Nun, wir tun alles, was wir können. Wenn wir diese U-Bahn in Gang bekommen, können wir Überlebende evakuieren. Hoffentlich. Wir brauchen Hilfe. Meine Männer schaffen es nicht allein. Okay. Ich helfe. Aber okay. Ich bin auf deren Seite, nicht ihr. Oh, hey. Alles klar, wir wollen dasselbe. Danke, Jill. Ich will auch so ein Barett haben, okay, by the way. Gott. Zumindest mit dem Umbrella-Emblem. Hier. Yeah. Damit bleiben wir in Kontakt. Emblem. Ich weiß, was das ist. Okay, Grundlagen zuerst. Du brauchst eine Ausrüstung. Geh hoch zur Straße. Da findest du Vorräte. Ist gut. Gut. Kann ich nicht einfach deine Waffe haben, du Depp? Und hier Heilspray und so. Hm. Na gut. Geh hoch zur Straße. Tyrant of the Deep. Terminator. Freak Cinema. Hm, schön. Okay. Muss hier nicht alles immer eine Anspielung sein auf irgendwas? Hallo? Geh hoch zur Straße, haben sie gesagt. Hat er doch gesagt, oder nicht? Freunde. Scheiße, Captain. Die haben ihn ordentlich zugesetzt. Ich werde es überleben. Ach, das Moon-Handbuch. Okay. Dann lesen wir das auch. 3 Seiten, okay. UBCS, Handbuch zur Munitionsherstellung. Auf dem Schlachtfeld ist eine Knarre ohne Muni so nützlich wie ein feuchter Furz. Sowas steht also in einem offiziellen Papier, dass ich mich da nicht wundere. Wenn ihr da draußen nicht abkratzen wollt, hämmert euch diese Kombination ins Hirn. Wer schreibt sowas? Pistolen, Munition, zweimal Schießpulver, Flinten, Munition, Schießpulver, hochwertiges Schießpulver, MAG, Moon, zweimal hochwertiges Schießpulver. Wenn ihr euch ausgestattet habt, kann die Party starten. Gebt diesen untoten Drecksäcken was zu fressen. Passt nur auf, dass ihr nicht selbst zum Nachtisch werdet. Ja, super. Kann man hier mal Hallo sagen noch? Ah, ne. Noch in den Wagen. Mal
einmal den Leuten sagen, dass alles gut wird, dass ich jetzt da bin? Das wäre hilfreich. Stalker, Skull Stalker, ja. So, Raccoon City. Sie sind wo? Auf mich macht das Spiel einen prima Eindruck, by the way. Ich freue mich darüber. Ich bin aber auch natürlich ein unverbesserlicher Resident Evil Fan. Solche Holztische stehen bestimmt nicht irgendwo in der U-Bahn rum, glaube ich. Bei uns zumindest nicht. Ich kann mir das nicht vorstellen. Hier kann man sich Curly Whirlies holen. Boulevardzeitung. Die Kannibalenmorde, die ganze Geschichte. Oh ja, das kenne ich. Im Morgengrauen des 25. September erhielt das RPD einen verzweifelten Anruf, der einen Überfall meldete. Ein Herumtreiber zerzauster Mann griff einen Passanten nördlich des Lambs Museums of Art an. Die am Tatort eintreffenden Beamten fanden bei den Müllcontainern in der Nähe die verstümmelte Leiche einer Frau. Dutzende Bissspuren überzogen ihren Körper. Sie war zerstückelt worden, was nahelegt, dass sie gefressen worden war. Es war bereits der dritte bekannte Vorfall dieser Art, der sich diesen Monat in Raccoon City ereignete. Wer ist also der Täter? Wer kaut auf Menschensteak? Wir vom News Comet haben das nagende Gefühl, dass die Patienten der sogenannten Kannibalenkrankheit, die das Spencer Memorial seit August kostenlos behandelt, sich nicht mit dem Café Terry... Was? Café Terriesen? Terria essen. Oh, scheiße. Cafeteria essen. Zufrieden geben. Echt? Cafeteria essen. So wird's geschrieben. Unsere Reporter haben das Space Memorial infiltriert, harte Fragen gestellt und sind mit Horrorgeschichten zurückgekommen, bei denen es sich einem der Magen umdreht. Erfahren Sie alles auf der nächsten Seite. Cafeteria essen? So schwer? Wer ist also der Täter? Nicht ganz. Wie lautet der Plan? Der Alte lässt mich die Schienen freischaufeln. Könntest du das U-Bahn-System wieder in Gang bekommen? Wie stelle ich das an? Als erstes brauchen wir Strom. Ich navigiere dich zum Unterwerk, sobald du bei der Hauptstraße bist. Verstanden. Beeilen wir uns. Cafeteria essen. Schießpulver. Ja. Geil. Alter, da. So, wie war nochmal Inventar? Nein, M ist Karte benutzen, ja. Weiter. Ja, da bin ich. Inventory. Ja, ich möchte kombinieren. Da ich ein alter Hase bin, weiß ich, dass man das gut kombinieren kann. Sehr gut. Sehr gut. Let's make it so. What? Ah, da braucht man was zum Öffnen. Ja, verstehe. Ein Schlüssel. Wenn ich einen Schlüssel hätte. Ah, noch mehr lesen. Cafeteria essen. Kräuter. Okay.
Rote Jungs mischen sich ihre Arznei selber. Okay. Starke Mixtur, zweimal grünes Kraut, ultrastark, grünes Kraut plus rotes Kraut oder grünes Kraut dreimal. Erste Hilfespray, das können Sie nicht selbst herstellen. Wenn ihr eins seht, schnappt es euch. Das sollte es gewesen sein. Jetzt Schluss damit und holen wir uns ein Bier. Sehr gut. Also ultrastarke Mixtur gibt nur grünes Kraut und rotes Kraut. Interessant, interessant. Ja. Da kann man... Da muss man Dinge einsetzen. Ja. Sieht fast okay. So aus, als könnte ich es starten, wenn ich das Richtige, was auch immer, einlege. Mhm. Flashlight? Keine Flashlight. So. Ah, ne. Ja. Der Überlebende. Wir müssen die Bahn in Gang kriegen. Ja. Danke. Nein! So nicht, Digga. Echt nicht. Komm, Mädchen, laufen. Okay, da kommt man nicht rein. Okay. Hallo, komm mal rauf. Wie sieht es eigentlich aus? Mit Inventar. Guck mal, ich bin immer noch gesund, das ist gut. Zwei Bisse abgekriegt, aber nüscht bisher, das ist schon gut. Carlos, ich habe die Hauptstraße erreicht. Wohin jetzt? Siehst du einen großen Strommast? Das ist das Unterwerk. Um hinzukommen, musst du durch die Gasse rechts von dir. Du meinst die Gasse, die brennt? Vielleicht. Eine kühle Schönheit wie du und bestimmt mit etwas Feuer fertig. Leck mich. Was? Oh nein. Ich muss das löschen. Ja, ich weiß. Wir brauchen einen Schlauch. Oh nein. Kriegen wir das hin? Rote Fässer sind gefährlich, aber... Sehr gut. War doch ganz nice, oder? Aha. Ah ja. Guck mal. Da geht's weiter nach oben. Auch nice. Aber jetzt kommen hier wahrscheinlich schon welche. Nein, sie kommen nicht. Nö. Und? Ah, automatisch geht es an. Aha. Krass. Ja, Schießpulver ist gut. Dann nehmen wir mal Inventar. Okidoki.
Guck mal. Right. Das Drogeriebesitzers. Neue Haarwasser von Umbrella verkauft sich wie geschnitten Brot. Das Zeug von denen wirkt immer Wunder, überrascht mich also nicht. Ich hatte schon damit gerechnet und eine riesige Ladung bestellt. Meine Instinkte haben sich ausgezahlt, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich bin mir sicher, die Verkäufe werden noch anziehen, wenn sich das rumspricht. Allerdings machen mir die Gewaltausbrüche Sorgen, die man in den Nachrichten sieht. Vielleicht sollte ich in einen guten Safe für das Geld investieren, das ich verdiene. Der neue Safe ist einfach perfekt. Niemand kennt die Kombination, noch nicht einmal meine Frau. Ist ein Geheimnis zwischen mir und meinen wunderschönen Aquacure-Königin. Hä? Und sie würde sie nie einem Dieb verraten. Wer ist denn die Aquacure-Königin? Schön. Bestimmt ein Bild. Das finde ich gut. Ein befriedigendes Geräusch. Guck mal, da hängt noch was. Ja, also wirklich. Ich freue mich, dieses Spiel zu haben. Mir endlich geholt habe. Mir war ja klar, dass ich mir das holen werde und habe jetzt halt, wie gesagt, ein bisschen gewartet, bis das ein bisschen günstiger war. Wollte ich das? Nein, doch. Bis das ein bisschen günstiger war und ja, es ist nicht enttäuschend. Hallo, hallo. Okay, das macht es sehr gut, dieses Spiel. Was zum Öffnen, ja? Okay, das geht nicht. Stay there. Da oben. Ja, genau. Mal ganz kurz gucken, wie es mir geht. Oh, rot. Gut. Benutzung. Sehr schön. Na, ob der gleich aufwacht hier? Mag das nicht so. Guck mal. Ja. Lesung. Die Gewalt wird jeden Tag schlimmer. Hab uns jetzt eine Flinte besorgt, für den Fall, dass bald das Fass überläuft. Ich werde nochmal los Patronen holen. Ich schließe die Flinte erstmal im Kasten ein.
Da sollte sie vor ihm sicher sein. Wenn alles den Bach runtergeht, schneidet die Kette durch und benutzt die Waffe. Ich bete, dass wir es alle heil überstehen. Natürlich tun wir das. Alle beten. Schneidet was durch, ja. Ja, benutzen. Würde ich gern. Hab aber nichts zum Benutzen. Nicht. Oh, geil. Handgranate. Schießpulver. Ah, gut. Warum nicht gleich so? Mann. Ja, schneidet die Kette durch, ne? Ja. Das muss das Büro der U-Bahn-Gesellschaft sein. Mhm. Eine Schreibmaschine wäre toll. Keine Reaktion. Gewährleistung eines sicheren U-Bahn-Betriebes. Im Falle eines Stromausfalls wird die U-Bahn automatisch den Betrieb einstellen. Sobald die Stromzufuhr wiederhergestellt wurde, müssen am Stellwerk die zu passierenden Stationen sowie die zu befahrenen Gleise neu eingestellt werden. Wenn das System eine Route als unsicher einstuft, wird ein Fehler zurückgegeben und der Betrieb kann nicht aufgenommen werden. Okay, werde ich schon hinkriegen. Schön. Der Green Screen macht auch die Flasche durchsichtig. Hier kann man nicht draufmalen. Guck mal, es geht auch nicht auf. Donuts. Also hier hat sich jetzt auch keine Lösung entpuppt. Ja. Na klar, dass du widerstehst. Ah, das war gut. Was? Nein. Ich finde das nicht gut. Hören Sie auf damit. KG. Kyle Gass. Das sah so ein bisschen so aus, ne? War hier irgendwas? Oh, guck mal, ja. Natürlich war da was. Aquacure. Guck mal. 937. 9 links, 3 rechts, 7 links.
das fotografiere ich. Gut. Das ist doch prima. Aquacure. Ja. Ich finde das ja gut, dass die anderen Zombies jetzt nicht reinkommen hier. Finde ich eigentlich ganz cool. Ja. Hochwertige Schießpulver. Habe ich irgendwie eine Möglichkeit, hier was einzudampfen? Leider nein, leider gar nicht. Oh, wie gemein eigentlich. Amazing. Amazing. Ja. Ja. Gut, alles klar. Leuchtpunktvisier auf der Pistole. Ja, das ist gut. Das ist gut. Amazing. Also ich bin jetzt noch keiner Schreibmaschine begegnet. Ich frage mich wirklich, ob man hier nicht... Lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe. Ja, lass mich in Ruhe, Digga. Ja. Leave me alone. Benutzen. Gut. Gut. Ja. Das wäre schon toll. Ja. Yeah. Ja, ich meine, ja. Yeah. Sehr gut. Nach knapp 55 Minuten. Sehr schön. Prima. Was haben wir denn jetzt? Ja, wir haben 10 vor 2 am zweiten Weihnachtsfeiertag am 26. Danke fürs Zuschauen. Ich wünsche euch alles Liebe. Habt noch eine schöne, ich hoffe, freie Zeit. Passt auf euch auf, bleibt gesund, lasst es euch nicht schlecht gehen, sofern wie möglich, und nicht die Bude auf den Kopf fallen lassen. Ciao, ciao, miau, Küsschen aufs Nüsschen. Ich bin raus. Bis dann.